Es tut mir leid, aber ich muss mich um unsere Kranken kümmern. Hallo, ich habe keine Angst vor dir. Ich bin es ein großer schön, Krieger Cameron der Dalish. Es ist schön, Cameron und Gaela so glücklich zu sehen. In der Cameron hätte erst ein vollwertiger Jäger werden sollen. Aber jetzt gibt es in unserem Clan zumindest ein wenig Glück. Schon gut, schon gut. Ah, oh, noch mehr Wald. Und ich dachte, ich hätte die Wildnis für immer verlassen. Ich kümmere mich darum. Schon gut, schon gut. Versprachen die Wahrheit, Brüder und Schwestern. Die Dalish schicken ausgerechnet eine Zwergin, uns unseren Platz zuzuweisen, uns zu bestrafen für den Angriff. Haltet ihr uns für dumm? Ach, wir wissen, ihr kommt aus ihrem Lager außerhalb des Waldes. Vermutlich schickt euch der alte Hüter persönlich. Ihr sprecht mit Windläufer. Ich führe meine verfluchten Brüder und Schwestern an. Kehrt um. Geht zurück zu den Dalish und sagt, dass ihr versagt habt. Sagt ihnen. Wir werden mit Wonne zusehen, wie sie an demselben Fluch leiden, der schon so lange auf uns lastet. Jetzt bezahlen sie dafür! Hat euch nicht Zazrian geschickt? Ach, er will nur unsere Zerstörung, kein Gespräch! Ihr wisst gar nichts. Nichts über uns und noch weniger über jene, denen ihr dient. Ihr seid ein Narr. Das Gespräch ist beendet. Verlasst den Wald, solange ihr noch könnt. Lauft zu den Dalish und sagt ihnen, dass sie untergehen werden. Ich will auch nicht gegen euch kämpfen, aber wir können euch nicht trauen. Kommt, Brüder und Schwestern, ziehen wir uns zurück. Der Wald hat Augen und wird sich wie eh und je um Eindringlinge kümmern. Thank you.
Schon gut, schon gut. Aber selbstverständlich. Darum. Was? Wer ist da? Wir sollten Schattenreißer finden, sein Herz holen. Angegriffen. Darren Etishan, grauer Wächter. Unsere Späher haben euch kommen sehen und mir berichtet, dass ihr einen unserer Jäger mitbringt. Bardagon! Er ist verwundet, aber ich glaube, er wird überleben. Masiranas, vielen Dank für eure Hilfe. Kommt, Lethaline, bringen wir Dagon sofort zum Hüter. Wenn wir Glück haben, können wir ihn noch retten.